Das Brückenproblem. Der Schüler hat es erklärt, ich werde es nochmal schnell hier machen. Also, es gibt eine umständliche Variante. Wenn ich so, sagen wir mal, umständlich bin und meine Y- und X-Achse so lege, dass ich hier praktisch da, wo die Brücke, die eine Auflage hat, dass ich da die Y-Achse reinlege, klar, dann kann ich hier verschiedene Dinge an diesem Ding ablesen. Aber dann wird es umständlich, wie man hier schon sieht. Hier wird viel gerechnet. Ich zeige es trotzdem mal. Also, wenn das so ist, dann habe ich hier c ist gleich 0, denn die allgemeine Form ax² plus bx plus c, c ist die Kreuzung mit der y-Achse, ist genau hier 0. Gut. Das heißt aber auch f von 0, weil ich in x-Richtung 0 hingegangen, heißt f von 0 ist 0. Der Nullwert ist 0. F von 49 Metern ist aber auch 0. Andererseits, da wo sich die Brücke am weitesten erhebt, f von die Hälfte von 49 ist 24,5. F von 24,5 Metern sind dann Höhe 7 Meter. Ne? Das sieht man. Gut. Andere Sache. Ich kann aber auch sagen, ich schnappe mir das ganze Thema mit dem Scheitelpunkt. Und zwar der Scheitelpunkt, der liegt nun mal hier oben. Die Scheitelpunktskoordinaten kann ich ablesen. Die liegen bei X-Richtung 24,5 Meter und Y-Richtung 7 Meter. Alles ganz gut und schön. Wenn ich das Meter mal nicht mitschleppen will, mache ich folgende Konvention, also das heißt Vereinbarung. Ich sage, ein Meter ergibt eine Längeneinheit und eine Längeneinheit, die lasse ich als Längeneinheit weg, das schreibe ich nicht dazu. Demzufolge kann ich auch zu dem Scheitelpunkt sagen, x-Wert 24,5, y7. Daraus kann ich die Scheitelpunktform ermitteln. Die Scheitelpunktform heißt hier a, weil ich weiß ja noch nicht, wie gut das Ganze, wie gut dieser Bogen gestreckt oder gestaucht oder sonst was ist. Schreibe ich also sicherheitshalber mein a mal und jetzt kommt x und jetzt Achtung, immer darauf achten, bei der Scheitelpunktform ergibt sich aus dem echten Scheitelpunktwert immer der negative dahinter, in Klammern zum Quadrat plus 7. Der Rest ist dann einfach, ich kann das ganze Ding auch ausmultiplizieren und ich kann aber auch sagen, f von 0, nämlich an dieser Stelle, ist 0 minus 0 plus eingesetzt. Statt des x ist 0 eingesetzt, zack und so weiter. Wenn ich das ausmultipliziere, habe ich hier 0 ist gleich a mal 600,25 plus 7. Umstellen minus 7 durch 600,25, dann habe ich minus 600,25 gleich a, beziehungsweise durch 7 gekürzt, da gibt es das. Welchen Wert ich gebrauchen kann, das werden wir gleich sehen. Die andere Sache. Ich gehe mal so ran und sage, okay, dann nehme ich mal die allgemeine Form, ax² plus bx plus c. F von 0 ist 0, das bleibt ja trotzdem. Ne? Also hier, der Funktionswert ergibt hier 0. Aber f von 24,5 ist a mal, und jetzt setze ich für die x entsprechend ein. 24,5 zum Quadrat sind 600,25 plus b weiß ich noch nicht. Wieder die 24,5 von diesem Wert. Plus 0. Den Wert c, den konnte man ablesen. Wenn man sich keine Skizze macht, steht man beim Brückenproblem ganz dumm da. So, wenn ich das jetzt mal hier etwas ummiezle und sage, naja, gut, das ist erstmal so. Und ich sage, warte mal, ist doch eine höchst interessante Geschichte. Ich könnte doch auch sagen, 7 ist das, weil der Funktionswert von 24,5 ist 7. Ne? Hier. 24,5 in Richtung x ergibt 7. Dann kann ich doch auch sagen, statt f von 24,5, 7 ist gleich das hier. Und ich habe jetzt mal die a mal umgestellt als Parameter mal a plus 24,5 mal b, auch ein Parameter. Und ich sage jetzt, warte mal, wenn ich jetzt bloß noch hier ein a und ein b drin habe, hier aber das a schon weiß, kommt das Einsetzungsverfahren. Also man kann es auch mit Gleichungssystemen ein bisschen umständlicher noch und übersichtlicher hinschreiben, aber in diesem Fall setze ich nur den Wert für a ein. Und zwar, wenn ich hier schon 600,25 stehen habe, dann nehme ich doch lieber den, bevor ich hier umständlich mit dem Taschenrechner mich vertippe. Also sage ich doch diese minus 7, 600,25 statt das a eingesetzt. Dann kann ich nämlich sofort kürzen. Und dann habe ich eine relativ einfache Gleichung, die ich umstelle und b rausbekomme. Macht man so nicht. Diesen Wert können wir schön gebrauchen. Man versucht immer so einfach wie möglich die Werte zu wählen. Klar ist der umständlich, aber es ist nun mal so. Und wenn ich jetzt a und b habe, dann kann ich auch meine Funktion so ermitteln. Ich hoffe, diese Art der Erklärung hilft auch. Ich
In der anderen Variante zeige ich dann nochmal, wie es noch schneller und einfacher geht. So, an dieser Stelle mache ich das Video erstmal dicht, weil es kommen ja gleich die Hinweise dazu, wie es auch geht.